Der Name Wolfram Menschik ist in der Kirchenmusik kein Unbekannter. Er war lange Jahre Domkapellmeister und Domorganist am Dom zu Eichstätt sowie Diözesanmusikdirektor und Glockensachverständiger der Diözese. Auch als Komponist war er aktiv. Er gilt heute noch als einer der meistgesungensten Chorkomponisten überhaupt. Vergleichsweise klein ist sein Schaffen für die Orgel. Sein Werk zählt hier nur eine Sammlung von Mittelstimmentrios sowie eine Toccata und eine Passacaglia. Aus Anlass seines 10. Todestages heute am 8. Dezember 2020 spiele ich seine Passacaglia hier an der Schmiedorgel der Maria-Hilf-Kirche in der Au in München und widme ihm ehrenhalber und mit großer Verehrung dieses Video.